Lydia Klöckner hatte 2011 im Gespräch mit Mehr Demokratie den Wunsch geäußert, die Hürden in der Verfassung zu senken. Das war das erste Mal. Und nach 3 Jahren Enquete-Kommission, die ja sehr detailliert, sehr fundiert gearbeitet hat, an der alle Parteien, auch die CDU, beteiligt waren, haben Sie in Ihrem Abschlussbericht ja auch eine Senkung der Hürden für Volksbegehren ins Auge gefasst. Das wollte ich nur noch ergänzen. Das ist ja schon eine ganz wichtige Grundlage. Wir von Mehr Demokratie, es ist uns ein Herzensanliegen, dass diese Hürden gesenkt werden, weil bisher noch nie in Rheinland-Pfalz, seit Rheinland-Pfalz existiert, ein Volksentscheid erfolgreich stattgefunden hat. Wir haben auf unserer Internetseite einen Aufruf gestartet an Julia Klöckner, sich nochmal zu überlegen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, weil es eine große Chance ist. Es geht ja nur zusammen. Es wird niemals nur eine Partei allein die 3/4 Mehrheit, die 2/3 Mehrheit. Und das sind also 11.528 Unterschriften und ein Brief an Ihre Vorsitzende. Und die möchte ich Ihnen gerne jetzt übergeben. Und wie gesagt, unser Wunsch oder Herzensanliegen wäre, für sich der Brief, wäre, dass Sie vielleicht sich das nochmal überlegen können und an den Verhandlungstisch zurückkehren. Ich sage Ihnen einfach jetzt mal, wir werden uns das anschauen. Wir haben natürlich auch Ihre Online-Aktion zur Kenntnis genommen. Mhm. Aber wir werden schauen, wer aus Rheinland-Pfalz und wer darüber hinaus sich auch an dieser Online-Umfrage dann beteiligt hat. Und dann wird sich auch die Zahl sicher noch mal ein Stück weit relativieren. Aber trotzdem, Ihr Engagement in allen Ehren. Wir wissen das ja. Wir wissen ja, Sie auch als Sachverständige durchaus zu schätzen. Und Ihr bundespolitisches Überschauen der einzelnen Regelungen hat auch der Fraktion und in der Enquete-Kommission sicher sehr, sehr gut geholfen. Aber ich denke, Sie müssen uns schon auch zugestehen, dass wir natürlich als Mitglieder dieses Landtags auch unsere eigenen Entscheidungen dann treffen. Und jetzt will ich Ihnen auch noch mal was sagen, weil es immer wieder heißt, in Rheinland-Pfalz hat es noch keins gegeben. Vielleicht arbeitet auch dieses Parlament so gut. Ja, wir sind in Rheinland-Pfalz natürlich kleiner wie andere Bundesländer und wir versuchen als Abgeordnete, wir sind ja 101, tatsächlich auch das aufzugreifen, was unsere Bevölkerung interessiert. Also wir haben, wenn ich nur ein Beispiel rausgreife, ein Anti-Raucher-Gesetz, wie in Bayern, das musste ja da per Volksentscheid dann eingeführt werden. Das haben wir hier ohne diese Geschichte gemacht. Ja? Also ich denke einfach, wir arbeiten hier auch gut, bürgernah, volksnah, aber auch sachgerecht und das über alle Parteien hinweg. Deswegen ist es vielleicht nie dazu gekommen, dass es mehrere Anläufe gab. Damals die Frage des Buß- und B-Tags ist ja schon in den Anfängen da praktisch gescheitert. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch unsere Gedanken gemacht, unsere Ideen gehabt. Aber dass es letztendlich nicht zu einer Einigung gekommen ist, hat sicher nicht an der CDU gelegen. Ich komme. Für die Bürgerinnen und Bürger ist das ein wichtiges Thema. 11.528 Bürgerinnen und Bürger haben Sie aufgefordert, diese Hürde zu senken. Und auch die Umfragen haben gezeigt, dass 3/4 aller Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sich mehr direkte Demokratie wünschen. Was sagen Sie denen denn? Also ich weiß jetzt nicht, was das für eine Umfrage ist und ich weiß auch nicht, was die Menschen konkret denken, ob sie die einzelnen Details tatsächlich jetzt da aufgrund einer Frage, ob sie für mehr Demokratie, Bürgerbeteiligung sind oder nicht, ob sie das beurteilen können. Dem Gesetzgeber, und da sind wir ja hier, obliegt es eben diese Dinge sich sehr genau anzuschauen und auch eine Bewertung vorzunehmen. Das machen wir jetzt auch. Ja, das machen wir heute, das machen wir dann auch im Ausschuss und bei einer zweiten Lesung dann auch hier. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass wir da nochmal alle Argumente zusammentragen. Und ich sage nochmal, sowas entwickelt sich dann auch politisch. Und wie sich das entwickelt hat, da kann die CDU einfach nicht mitmachen. Ja, das haben wir ja deutlich gemacht, das werde ich heute Mittag auch nochmal sagen. Das ist eine Weiterentwicklung immer geben kann. Das ist, glaube ich, in jedem System immanent, ja, dass man immer neue Entwicklungen auch betrachten muss. Aber man muss jetzt auch mal, denke ich, die letzten Monate noch mal genau hinschauen, weil man sehr viel besser Bescheid weiß, wer denn sich engagiert bei der sogenannten Bürgerbeteiligung dann in allen Ebenen. Und dann ist uns noch mal wichtig oder wäre uns wichtig gewesen, dass man das auch noch mal mit einbezieht. Also die Frage, wer beteiligt sich tatsächlich, aber auch welche rechtlichen Instrumente sind dafür der richtige Ansatz. Und ich sage noch mal, die Kommunen haben ja auch bei der Anhörung in der Enquete-Kommission mehr als deutlich gemacht, dass sie die Bürgerbeteiligung als Alltagsgeschäft betrachten, dass sie das immer machen und dass sie nicht die Notwendigkeit sehen, jetzt hier weitere Veränderungen vorzunehmen. Welche Änderungen planen SPD und Grüne in Sachen direkter Demokratie?
Ja, das sind vor allem zwei große Bereiche. Das eine sind die Absenkung der Hürden der Bürgerbeteiligung. Das andere ist, dass wir mehr Transparenz erreichen, weil wir der Meinung sind, Transparenz ist eine Grundvoraussetzung, dass Menschen überhaupt beteiligen können, dass sie wissen, um was es geht, was passiert in meiner Gemeinde, was passiert im Land. Ja, konkrete Beispiele zu nennen, die Volksbegehren werden wir die Hürden dramatisch senken. Wir werden auf kommunaler Ebene dafür sorgen, dass die Hürden entsprechend gesenkt wird, dass natürlich immer auch noch eine gewisse Repräsentativität gegeben ist, aber es geht in die richtige Richtung und es wird in unserem Land mehr Bürgerbeteiligung möglich sein. Um diese Hürden zu senken, Sie haben es gerade angesprochen, bedarf es aber einer Verfassungsreform und der hat sich die CDU bislang, hat sich der verweigert. Wie ist denn Ihre Position dazu? Was halten Sie davon? Ja, wir bedauern das sehr, vor allem weil wir auch 3 Jahre lang wirklich vertrauensvoll und kollegial in der Enquete-Kommission mehr Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie zusammengearbeitet haben. Und da ist es jetzt natürlich enttäuschend, dass aus welchen Erwägungen auch immer, wahrscheinlich ist der näher rückende Wahltag daran schuld, die gemeinsamen Überlegungen ein Stück weit über Bord geworfen werden. Glauben Sie denn, dass es zu dieser Gesetzesänderung noch kommt im Landtag in Rheinland-Pfalz eines Tages? Ja, steht da Tropfen hüllt den Stein und man muss natürlich auch sagen, die Bürgerinnen und Bürger haben da ja eine eindeutige Meinung dazu. Sie wollen mehr mitreden, sie wollen mehr mitentscheiden, sie wollen besser informiert werden. Und ich glaube, das sollte sich dann auch die CDU-Fraktion nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob es da bei ihrer ablehnenden Haltung bleibt. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch in den kommenden Wahlen mit unserer Position dann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erreichen können und dann auch die entsprechenden Mehrheiten für eine Verfassungsänderung bekommen. Welche Änderungen planen SPD und Grüne in Sachen direkte Demokratie? Was ist da auf dem Weg? Wir werden die direkte Demokratie sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf der Landesebene stärken. Auf der kommunalen Ebene werden wir die Staffelung anpassen, sodass es auch in größeren Kommunen zukünftig leichter möglich sein wird und die nötige Unterschriftenanzahl für Bürgerbegehren zu sammeln. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hinaus werden wir die Bürgerinnen und Bürger, die am Bürgerbegehren starten wollen, von dem Kostendeckungsvorschlag sie müssen ihn nicht mehr bringen, sondern die Verwaltung wird das zukünftig machen und wir stärken die Transparenz auf kommunaler Ebene, die Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen. Es ist ganz wichtig, dass auch die Kommunalpolitik nachvollziehbarer wird für Bürgerbeteiligung, für direkte Demokratie auf kommunaler Ebene. Und auf Landesebene wird es erstmals möglich sein, auch freie Unterschriften zu sammeln. Man muss nicht mehr auf die Ämter gehen, sondern man kann auch auf öffentlichen Plätzen und Straßen Unterschriften sammeln für ein landesweites Volksbegehren. Die CDU verweigert sich komplett mehr direkte Demokratie, obwohl sie eigentlich anderes verlautbart hat. Das ist sehr bedauerlich, weil wir wissen, dass 75% der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für mehr direkte Demokratie sind und sich auch landesweite Volksbegehren und Volksentscheide wünschen. Die Hürden sind wirklich sehr, sehr hoch in Rheinland-Pfalz. 300.000 Unterschriften in 2 Monaten zu sammeln, ist utopisch. Selbst wenn wir jetzt die freie Unterschriftensammlung einführen, wird es eine Riesenhürde weiterhin sein. Und wir appellieren weiterhin an die CDU-Fraktion, sich der direkten Demokratie zu öffnen und den Bürgerinnen und Bürgern auch mehr Mitbestimmung zuzutrauen.